Herzlich willkommen, Leute. Ich bin's wieder, euer Porgy, und heute sehen wir hier das neue Auto. Und zwar haben schon manche richtig geraten. Und zwar haben wir hier den HPI Savage X4.6 Big Block. Ja, mit ein bisschen Zubehör dabei. Wir machen das so wie damals beim Redirex X Promo 2. Den habe ich ja auch so präsentiert. Ja, wir fangen mal beim Karton an. Der steht hier hinten. Das ist der Originalkarton. Der ist im guten Zustand. Ja, wie man da auch gleich schon sieht, ist das die momentan neueste Variante vom Savage. Die mit den orangen Aluteilen. Das ist halt der X4.6 Big Block. Der hat, glaube ich, diesen F4.6 Motor Standard drin. Diesen grauen schon mit dem Kühlkopf. Ja, der Karton war dabei. Da war das Auto natürlich auch eingepackt. Ja, wir kommen erstmal zum Zubehör. Wir haben hier einmal wieder diese Ladegeräte. Davon habe ich jetzt schon massig in eine Ecke rumliegen. Die benutze ich ja nie. Ich lade die Akkus ja immer anders. Aber diesmal habe ich hier halt so ein Ladegerät bei, wo man auch gleich direkt die Fahrakkus mitladen kann. So einen hatte ich noch nicht. Genauso wie diesen hier mit einem Tamiya-Stecker dran. Hier haben wir einen Tamiya-Stecker. Wofür man das jetzt beim Savage braucht, schätze ich mal, ist für den Rotorstarter. Dieser ist hier aber nicht bei. Ja, dann haben wir hier noch eine Tüte, da habe ich jetzt das ganze Kleinzeug drin gelassen. Da haben wir einmal noch einen zweiten Konus für den Auspuff, da war noch einer bei. Die beiden waren aber gleich. Dann haben wir hier noch verschiedene Halterungen für Steckdosen, falls man das irgendwo im Amiland oder so benutzt. Und noch so ein paar Servohörner, Schläuche und Karosseriesplinte. Hier so ein kleiner Aufkleberbogen, davon habe ich schon eine ganze Menge benutzt. Der lag wohl länger in der Ecke, weil der ist ziemlich staubig. Beim Vorbesitzer. Ja, wie gesagt, da habe ich ein paar von benutzt, weil der Savage hat natürlich auch ein paar Gebrauchsspuren, der ist nicht neu. Ja, hier ein Glühstarter von HPI. Den wollte ich erst benutzen, da waren auch Batterien bei, nur die waren leer. Also habe ich ihn nicht benutzt, weil ich meinen benutze. Jetzt habe ich drei Glühstarter. Hier ein Radmitnehmer-Set für 14mm Radmitnehmer. Das ist ja bei HPI so, die haben wirklich 14mm teilweise. Da frage ich mich echt, was sie sich dabei gedacht haben, weil 14mm habe ich noch nie gehört. Genau wie bei den Radmuttern, die hier beim Savage, ne, hier an der Felge, Standard drauf sind. Das ist kein Witz, Leute, das sind wirklich 7,5er Nüsse. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ein 8er Schlüssel ist zu groß, ein 7er ist zu klein. Habe ich einfach einen 7er genommen, den ein bisschen zurechtgebogen und ein bisschen größer gemacht, damit er hier drauf passt. Sonst hätte ich die Räder gar nicht abgekriegt. Es waren zwar Schlüssel dabei, aber davon passte keiner. Ja, hier noch so ein paar Unterlegscheiben. Und hier noch so eine Tüte mit Kugeln. Ich weiß nicht, wofür die sind. Das war ja alles bei. Muss ich mal gucken. Hier noch so eine Brücke. Das ist aber eine andere, als jetzt drauf ist. Die hat nämlich hier so eine Stange. Die jetzige hat hier so eine Platte. Vorne und hinten. Ja, dabei war da noch einmal hier, ich schätze mal, das ist Dämpferöl, weil für Luftfilteröl ist es nämlich zu dünn. Das ist dann wohl Dämpferöl. Ja, dazu noch ein zweiter Luftfilter nagelneu, eingeölt mit Vorfilter dabei. Ziemlich geil. Ja, das war auch eigentlich das Zubehör. Jetzt kommen wir mal hier zu der Karosserie. Die ist eigentlich auch im recht guten Zustand, hat ein paar Kratzer, ne? Weil das bleibt beim Savage echt nicht aus, wenn der Wheelies macht, man hat keinen Wheelie-Bar. Das Teil ist unfahrbar. Ja, ich habe da hier an den Stellen, wo echt extreme Kratzer waren, ein paar Aufkleber drauf gemacht. Ne, hier hinten, so ein bisschen hier. Aber sonst ist die im echt guten Zustand. Sie hat nur einen Riss, und zwar hier an dieser Stelle. Das habe ich aber schon ein bisschen fixiert mit Sekundenkleber und ein bisschen Aluklebeband. Sonst Zustand ist echt in Ordnung. Ne, kann man sich nicht beschweren. Hier hat sie so einen kleinen Knick. Ne, das kann man vielleicht wieder zurückknicken oder ich schneide das irgendwie weg. Muss ich mal schauen. Ja, hier hinten wurde es auch ausgeschnitten für den zusätzlichen Käfig, den man montieren kann, der über den Motor geht. Das sieht auch recht in Ordnung aus, hätte man ein bisschen ordentlicher machen können, aber diese Karosserie werde ich dann wahrscheinlich eh zum Bashen nehmen und werde mir noch eine zweite dazu kaufen, mit der ich dann halt so eine, wenn ich mal was weiß ich, wo rumfahre, die mir dann nicht so egal ist. Fernbedienung ist auch dabei, eine 2,4 GHz ist die originale. Was ich hier cool finde, die hat hier so einen Tragegriff, ne? Kann man die hier so tragen. Antenne haben wir hier oben auch. Die Reichweite ist nicht besonders weit. Der geht immer in den Failsafe. Muss ich auch mal gucken, woran das liegt. Wahrscheinlich werde ich hier wohl auf Spektrum umrüsten. Ja, das finde ich bei der HPI-Funke Vor- und Nachteil. Hier drinne kann man die... Ah, kriegst du es hin? Handy? Blendet zu sehr, ne? Ja, hier kann man nämlich die
Servowegbegrenzung einstellen. Das muss man mit Schraubenzieher machen, weil ja, das hat einen Vorteil. Da kann man dann nicht mal irgendwie so drankommen und das verstellen, aber wiederum braucht man immer einen kleinen Schraubenzieher, um das einzustellen, wenn man es mal nachstellen muss oder will. Ja, hat einen Vorteil und halt einen Nachteil. Aber ja, das ist eigentlich auch nur das, was mich gar nicht interessiert. Am meisten interessiert mich eigentlich wirklich das Auto, was im sehr guten Zustand ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die Reifen beispielsweise, könnt ihr euch mal angucken. Die sind so gut wie gar nicht abgefahren. Und die riechen auch noch neu, ne? Vorne und hinten, die sehen echt alle vier aus wie neu. Die sind auch extrem weich, Leute. Die sind sowas von weich. Das ist echt abnormal. Ich habe noch nie so weiche Reifen in der Hand gehabt. Also wirklich, die sind sowas von weich. Einfach richtig geile Reifen. Ja, die Dämpfer sind die vom Savage Flux oder Flux, wie das Auto da ist. Das ist Elektromodell. Sind die Big Bore Dämpfer, deswegen hat er auch nur vier. Die sollen angeblich besser federn als acht normale. Ob das jetzt stimmt, kann ich nicht sagen, weil ich hatte noch nie einen Savage. Aber die Federung ist echt gut. Hinten auch. Hinten müsste vielleicht nochmal Dämpferöl rein, weil das merkt man, da ist so ab Hälfte ungefähr, merkt man, da kommt erst das Öl. Der ist so ein bisschen am Wackeln. Ja, auch der Rest des Wagens im sehr guten Zustand. Das Einzige, was halt war, ich drehe den mal kurz so rum. Der Käfig hatte natürlich Abschlürfungsspuren vom Teer. Diese habe ich aber einigermaßen beseitigt. Das sieht man noch am Heckrammer. Freckrammer wollte ich gerade schon sagen. Heckrammer. Den habe ich nicht gemacht. Den mache ich nämlich neu und direkt ein Wheelie-Bar dran, weil ohne ist das einfach unfahrbar. Da macht man sich das Auto mehr kaputt, als man Spaß damit hat. Und das war halt hier über das ganze Auto verteilt. Das habe ich ein bisschen weggemacht, ne? Jetzt sieht man das gar nicht mehr. Ist mir echt gut gelungen. Ja, somit sieht er auch wieder fast aus wie neu, der Käfig. Ja, jetzt kommen wir mal zu so ein paar Sachen, die schon verbaut waren. Jetzt haben wir hier einmal einen Stahlhauptzahner von Integy. Das Heavy Duty scheint das zu sein. Das war schon verbaut. Und ein 15 Kilo digitales Lenkservo von New Power. Ich kenne die Marke so jetzt nicht, habe mal geguckt, der Servo kostet um die 20 Euro. Boah, mal gucken, ob es durchhält, ne? Vielleicht ist es auch wieder so ein Towered Pro Zeug da, was nach ein paar Fahrten wieder den Geist aufgibt. Aber das wäre auch nicht so schlimm. Wir kommen dann irgendwann vernünftige rein, falls das nicht gut sein soll. Ja, ihr fragt euch sicherlich, was hat dieser Motor hier drin zu suchen? Und diese hässlichen pinken Schläuche hier dran. Ja, dazu kommen wir gleich. Ja, wie gesagt, der Zellisch ist in gutem Zustand. Wir drehen ihn mal auf den Kopf. Nicht, dass ich das mit einer Hand hier so hinkriege. Ah, jetzt hat es die Funke mit umgeschmissen. Ja, von unten sieht er auch noch gut aus. Ne, hier an der Skidplate Kratzer ist ja völlig normal. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Hier sehen wir das Servo von New Power. Hier dieses Gasbremsservo ist Originale von HPI, Waterproof. Ja, vorne die Querlenker und so, die sehen alle echt richtig gut aus. Also der scheint nicht wirklich in steinigem Gelände unterwegs gewesen zu sein. Mehr so Asphalt und vielleicht Wiese, schätze ich mal. Aber wie gesagt, Zustand sehr gut. Die Bremsen sind auch noch gut. Ne, sind nicht ausgefranst oder sonst was. Richtig schön. Auch hier die Antriebsknochen, ne, nicht ausgeschlagen, nur ganz leicht. Einlaufspuren, das ist aber normal. Ne, komm, Handy. Ah, so. Sieht man, ne? Sieht ganz gut aus. Ja, so bin ich mit dem Wagen echt sehr zufrieden. Drehen wir mal wieder rum. Ja, das Gewicht vom Savage ist echt schon brachial, sage ich mal. Also der wiegt schon echt eine ganze Stange mehr als so ein Rex oder so ein Terrier. Ja, der Motor. Was macht der Motor hier drinnen? Das ist ein 28er LRP Spec 3. Ja, der war ja eigentlich im Virus drinnen. Ich muss sagen, ich habe den Virus verkauft. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ja, warum habe ich den Virus verkauft? Das erkläre ich ganz kurz und schnell. Alle Autos, die ich mir kaufe, die behalte ich. Ne? Versteht ihr, die ich haben will. Ja, zum Beispiel den Savage, den wollte ich jetzt, deswegen habe ich ihn mir gekauft. Genau wie den Attack und Terrier und Rex und wie sie alle heißen. Ne? Die wollte ich alle, diese Autos. Den Virus wollte ich aber so gesehen nicht. Der war damals bei einem Ersatzteil-Kit für den Terrier mit bei. Ich habe ja auch noch einen zweiten Terrier, der als Ersatzteilspender dient. Der steht unten im Keller. So, da war halt auch dieser Kühlkopf hier bei, ne? Ein paar Motorenreifen, die Straßenreifen, die ich auch immer auf dem Truggy fahre, die waren da auch bei. So habe ich das damals gekauft. So, und den Virus, den wollte ich ja nicht. Der war einfach dabei. So, und da habe ich mir gedacht, das Auto gefällt mir nicht. Es hat mir nicht so angesprochen, dieses Auto. So, und da habe ich versucht, etwas rauszumachen.
Das war halt hier der Umbau auf Gladbahn. Da war jetzt aber das Problem, Leute, das wäre zu teuer geworden. Ihr müsst euch mal vorstellen, neue Servos hätten da noch reingemusst, neuer Empfänger, neue Reifen, alles hätte ich da noch investieren müssen. Das wäre mir zu teuer geworden und das Auto hat mich auch wirklich nicht angesprochen, ne? Ihr habt das wahrscheinlich gemerkt, da kam jetzt lange Zeit nichts, weil ich hatte einfach keine Lust, das Geld da zu investieren und so, versteht ihr? Deswegen habe ich den lieber verkauft, habe davon jetzt einen Savage geholt. Natürlich werde ich die ganzen anderen Autos, die ich habe, niemals verkaufen, ne? Das war halt nur der Virus, weil das halt nicht so das Auto war, was ich gerne haben wollte. Ja, deswegen ist jetzt hier der 28 LRP vom Virus drinne. Der läuft richtig, richtig gut. Natürlich habe ich auch schon die Go-Engine-Kupplung da drauf gemacht mit der 17er Glocke. Ja, ich weiß nicht, wo die Zahl steht. Ist auf jeden Fall da. Sieht man, 17er ist drinne. Ja, jetzt kommen wir zu etwas, was noch bei dem Dings bei war, was ich echt nicht gedacht habe. Und zwar muss ich mal ein Stückchen zurückgehen. Bin ein bisschen wackelig, das Video, aber geht nicht anders. Ja, und zwar war etwas bei dem Auto bei. Ich habe das Auto als Roller gekauft. Ich wiederhole, als Roller, ohne Motor. Für 160 Euro. So, das Auto kommt hier an, nach mehreren Wochen Wartezeit. Weil da stimmte was mit der Post nicht und dem Verkäufer und es ist alles ein bisschen durchgeworden, aber im Endeffekt ist das Auto endlich da. Und da hatte ich dann ausgepackt und da war irgendwas in einem Zewa drinne. Ich dachte, was ist das? Da habe ich gemerkt, oh, da ist ein Kühlkopf. Ausgepackt und was sehe ich? Ja, haben wir hier ein LRP 28er Spec 3 dabei. Ich habe den zerlegt, der war vorher natürlich zusammengebaut. Ja, ich dachte, oh, was ist denn damit los? Weil jetzt habe ich drei Stück von diesen Motoren. Ja, der Zustand ist noch ziemlich gut. Wir haben hier keine Riefen am Kolben oder so. Jetzt sieht man nochmal, wie so ein Spec 3 von innen aussieht. Ich habe ihn ja selbst noch nie auseinander gehabt. Komm schon, Handy. Stell dich doch bitte scharf. Ja, wenn das so spiegelt, dann macht das S2 das nicht mehr. Ja, jetzt sehen wir es hier, ne? Der sieht noch echt gut aus. Hier auch die Laufbuchse. Ziemlich gut. Die Kurbelwelle auch in gutem Zustand. Ne? Sieht alles sehr, sehr gut aus. Ja, hier Backplate mit Rotorstarter. Ne? Bisschen selbst gebastelt, funktioniert aber. Ja, der Motor sieht so noch ganz gut aus. Nur scheint nicht mehr allzu viel Kompression zu haben, würde aber vielleicht laufen. Ja, werde ich als Ersatzteile an der Seite legen. Und Leute, jetzt seid mal ehrlich, dieses Ganze, was ihr hier seht, für 160 Euro, da kann man echt nicht meckern, ja. Wenn man überlegt, was da alles bei ist, das ist echt, boah, richtig geil, ey. Und den Savage, ich mag den Savage. Als ich ihn gesehen habe, da in der Kiesgrube damals, wo ich da gefahren bin, mit dem Attack, wo ich da unterwegs war, habe ich euch ja erklärt. Von dem Andreas, der Savage, der hat mir einfach sofort gefallen und ich wollte ihn einfach haben. Ne? Und da ich mir gedacht, bevor der Virus in der Ecke zustaubt und mir einfach nur das Geld aus der Tasche zieht, ne, was ich da reinstecken müsste, es hätte über 100 Euro gekostet beim Virus. Ne? Da habe ich gedacht, verkauf, ne, und kauf davon dir einen Savage. Ne? Einfach einen Savage. Ne? Und das habe ich jetzt auch gemacht. Und ganz ehrlich, Leute, der Zustand, der ist richtig gut. Ne? Ihr seht da nochmal von der Seite. Oh Leute, dieses Auto, das ist einfach sowas von geil. Heißt jetzt nicht, dass ich meine anderen alle vernachlässigen werde, aber dieses Auto, ich feiere es einfach. Ich hätte mir niemals gedacht, dass ich mir ein HPI hole, weil die sind ja schweineteuer. Neu kostet das Auto um die 600 Euro. Und das hätte ich niemals bezahlt. Das wäre mir einfach viel zu teuer. Ja, jetzt habe ich aber einen für 160 gekriegt und ich bin sowas von happy. Vor allem, dass hier noch der Motor bei war. Müsst ihr euch mal reinziehen, der wurde eigentlich als Roller verkauft. Kupplung und so war auch noch dabei. Zwar eine Plastikkupplung, eine Glocke auch noch. Aber das war alles, kann ich nicht gebrauchen. Das habe ich jetzt auch an die Seite gelegt, das liegt jetzt hier nicht zwischen. Ja, das war alles zum Savage. Ich habe schon ein Bild vorher auf Facebook gepostet, vor ein paar Tagen. Ja, da haben sich ja schon welche gewundert. Oh, ein Savage. Ja, ein Savage. Jetzt haben wir hier auch ein Savage in der Nitro-Familie. Ja, und damit werden wir dann wohl irgendwann mal rausgehen, wenn uns das Teil mal angucken, wie das Teil fährt. Ja, und werden damit wir hoffentlich richtig Spaß haben, werden hiermit natürlich Sprünge machen, auch ein paar Tricks versuchen, ne, Backflips etc. Müssen wir aber mal gucken, ich möchte mich erstmal so ein bisschen rantasten, wie sich überhaupt so ein Auto, wenn man springt, richtig verhält. Weil mit den Savage kann man das ja gut machen, das ist ja so eine richtig kleine Basher-Kiste. Ja, das war die Präsentation vom Happy Savage X4.6 Big Block. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ich war's, euer Porgy. Tschüss!